Ladies and Gentlemen, ja, herzlich willkommen zurück hier bei unserem Dead Rising 3 Let's Play mit dem Sino und dem Muddy. Hallo! Den Superhelden hier. So, hier haben wir, hier du hast noch nette Sachen entdeckt. Froschjacke. Ja, das sieht alles sehr, sehr sexy aus. Die Froschjacke, das reizt mich schon. Ich probier das mal hier. Sci Fantasy, ja, dieses. Die, ja! Guck mal, ich bin Wonder Woman hier. Jetzt finden eigentlich noch ein paar schöne Ohrringe dazu. Ja. Beim nächsten Mal. Oh, guck mal, eine Streitaxt. Liegt bei mir zu Hause auch so rum, ne? Also nicht wundern. Na, guck mal, hier haben wir auch direkt nochmal die Blanka-Maske. Ah, super, alles klar. Also, wir versuchen einfach mal in jeder Folge das Outfit zu toppen. Woher weißt du, wo sie hingegangen sind? Sie meinten, sie wollten zu den Wilden. Ich die nicht ins Target, Mann. Wo die reichen Leute wohnen. Ja, jetzt. Aber mir fehlt der Busen so ein bisschen. Ich ah, die blanke Maske war cooler. Oh, kann ich das Ding hier? Guck mal, wir können das hier anziehen. Du kannst hier als Ritter gehen, aber das ist uncool. Ja, als Ritter ist ein bisschen sehr protzig, stimmt schon. Aber hier? So, wir gucken uns das wirklich mal hier ein bisschen um. Ah, nee, die blanke Maske ist schon geil. Ich glaube, ich esse erstmal kurz was. Oder trinke erstmal schnell einen Kaffee. So, mir geht's wieder gut. Ja, glaub, ich hab das erste Mal jetzt einen Aussie-Kaffee sagen hören. Sonst sagen sie immer Kaffee. Achso. Kaffee. Kulturschock. Oh, ein Kran. Creatures of the Deep. Yeah. Bruststrahl. Was? Was brauchen wir dafür? Mikrowelle und was war es gerade noch? Jetzt hab ich's verkackt. Bruststrahl. Ist es. Der Sino craftet ja wieder. Okay, ich brauch. Das sah eben geil aus, obwohl du das Schwert hast du so ein bisschen komisch gehalten. Mann, jetzt nimm den. Das erinnert mich auch wieder so an Spaceballs mit ihren Ringen da. Die Macht des Joghurts, ne? Ja, Mann. Ja, wo die Ringe da am Sack haben. Dann du sollst mich doch nicht stören, wenn ich mit meinen Spaceballs-Figuren spiele. So. Was ist das, Alter? Oh, fuck! Ins Gesicht, Alter! Oh, du hast mich eingesaut! Ich hab meinen Bruder ins Gesicht gespritzt. Ja. Ich wollte das eigentlich vergessen. Ich geh jetzt mal hier. Ich wollte das vergessen, mein Urlaub bei dir. Hier mal Hallo sagen. Es kommt alles wieder hoch. Alter! Das Ding ist mal Zerstörung, oder? Guck mal, ich hab eine Frank-Statue gerade entdeckt. Da oben, siehst du es? Bei dem Kleid? Weißt du? Seh nix. Aber wie kommen wir da hoch? Das ist einfach mein Morgenstrahl, Alter. Der ist genauso kräftig. Ach da, meinst du, ja. Warte. Aber hier drin ist ein Sturmgewehr und viel zu essen. Ach, scheiße. Jo, die Idee hatte ich gerade auch, Alter. Genetik! Genetik! Oh, scheiße, wir haben Diego dabei. Ich glaube, wir müssen uns beeilen, Alter. Ich hab die Statue. Achso, Diego, du stirbst, ne? Ja, ich glaube, der kann sterben. Oh ja, oh ja, oh ja. Wo wollen wir jetzt lang? Auto suchen. Wobei, da hinten stand noch eine alte Karre von uns. Ich hol die mal eben. Na, dann beeil dich. Dabei. Ah, weg, Zombie. So. Aber hier steht so ein SUV hier so ein bisschen, so ein größeres Auto, das ist eigentlich geil da hier. Der sieht noch gut aus. Oh, oder so. Aber ich glaube, da passt Diego nicht mit rein. Das ist ein bisschen blöd. Er will auch gar nicht. Dann fahr du mit ihm. Ey, warte mal, bleib mal stehen, der folgt mir. Fuck. Okay, Diego, komm. Komm, wir nehmen den SUV hier. Diego ist ein bisschen behindert. Ein bisschen. Wie gesagt, er wollte mich gerade töten, oder uns. Jetzt sind wir Best Friends. Ja, du sitzt ja auch in deinem Auto. Best Friends for life. We'll be friends. Oh nein! Folge mir nicht! Ich seh ihn. Road closed. Ich fahr okay, weiter. Doch, du kannst mir folgen. Echt? Ich bin hier unten lang, ja. Ich will dir aber nicht folgen. Ah, das sah echt spektakulär aus, Alter. Spektakulär. Back
von meinem Auto. So ist er halt, ne, der Sino. War natürlich alles Absicht, ne? Wir haben das Skript vorgefertigt und so, ne? So wie wir in jedem Game skripten. Wie bist du da lang gekommen, sag mal? Ziemlich nah an der Mauer. Hä? Ach, da! Ja, ich sehe schon. Hier, hallo. Hui! Hui! Oh, best friend! Die Straße ist jetzt gesperrt hier. Was aber auch neu, ne? Ach so, ja, warte mal. Wir müssen ja diese Typen, diese Punker wieder kaputt machen, die den Schlüssel haben, ne? Naja, ja, dann müssen wir hier hoch. Keep out steht da. Keep out. Da steht da nicht umsonst, Dino. Lass von hier laufen. Egal. Keep out, das ist eine Warnung. Ich brenne. Strafgesetzbuch steht auch, du sollst immer nett sein zu Frauen. Naja, also ich wollte jetzt was anderes sagen. So. Oh, ich kann das keine Zombies mehr leben. Oh. Zombies. Ich hab kein gutes Gefühl bei der Sache. Ja, warum sind die Zombies alle tot? Weil fahren lassen. Laktose. Hörst du diese Rockmusik? Ja. Okay. Das klingt nach einem Kampf. Ja. Aber ich würde mich voll ernst nehmen in diesen Damenkleidern. Warum macht Diego nichts? Wir sollten ihm mal eine Waffe geben. Sorry, mein Fehler. Meinst du? Ja, ja, er braucht eine Waffe. Warte, hier. Greif zu. Okay. Sind hier noch mehr? Wir müssen hier hoch. Oh, hier sind überall welche. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein End. Ja. End-Typi. Da wirft er mir so ein Molly an den Schädel. Der hat eben noch einen Iro gehabt. Hast du den abgesäbelt? Ach, jetzt hat er wieder einen. Jetzt hat er Glatze. Jetzt hat er wieder Glatze. Oh, ich brenne. Ich kann mich nicht mehr bewegen. So, der ist kaputt. Ich bugge heftig rum. Ich muss mal eben hier reingehen. Ich hab nichts mehr zu fressen. Wo ist denn hier noch eine? Gaffel! Aber hier, Kaffee kann ich hier auch trinken? Nee, aber hauen kann ich nicht. Kaffee hilft. Kaffee. Kaffee. Kaffee ist hier. Guck mal, hier Linda. Linda, wer ist. Achso, Linda ist da? Gehört die nicht zu uns eigentlich? Weiß nicht. Gut aus? Boah, die Mucke ist ja geil. Yeah, ich gehöre zu euch, Leute. Also, ich bin hier schon oben. Ich warte auf dich. Hier ist gerade mein Bruststrahlifix explodiert. Ich werde mir mal hier so eine Knarre holen. So, ich bin auf jeden Fall unterwegs. Let's go! Oha! I'm burning! Aber wir sollten nicht weiter auf einen Gegner hauen, das ist, glaube ich. Ja. Kontraproduktiv. Der ist beide tot. Ich hab irgendwo mein Laserschwert verloren, oder? Das ist komplett gegangen. Ja. Auch nicht. Die dunkle Seite ist stärker, mein junger Padawan. Ja, tu mich auch. Bang, ich hab einen Schlüssel. Flugzeugschlüssel. Ja. Au. Jetzt haut die Alte einfach ab, Alter. Linde, komm mal her. Ich hab was für dich. Ein Laserschwert. Was war das? Alter, was war das denn? Ist hier noch einer? Ich glaube, ich bin taub. Hallo? Ach, guck mal, hier können wir doch bestimmt wieder. Ich will den Rollstuhl. Ich will den Rollstuhl. Rollstuhl? Achso, ich dachte, ich kann mich da reinsetzen. Schade. Ja, hab ich auch gedacht. Ich mach den Weg frei. Ja. Ja, warte, ich nehm eine andere Karre hier. Ich denke mal, da kann Dings mit drauf. Na komm. Wo bist du? Da. Ich hab mich gerade irgendwie überschlagen. Du bist so nass, du brennst nicht mal. Jetzt hast du es kaputt gemacht. Ich bin voll auf dich zugeflogen. Warte mal. Komm gleich wieder. Kleinen Moment. Aber es ist mal angenehm hier ohne Zombies, Alter. Hat irgendwie was, ne? Ich dachte, jetzt kommt hier ein dicker Endboss. Hab ich auch gedacht, also ich hatte schon so die Befürchtung. So ja, aber der kommt bestimmt gleich. Ach, hier, die Werkstatt, alles klar. Ja, aber guck mal, hier können wir bestimmt auch irgendwas bauen. Das sieht so nach Craft aus. Ja. Da haben wir eine Nebenmission nicht gemacht. Oh, warte. Fahrzeugplan?
Oh, was ist das denn? Partyklatsche? Geil. Hä, wo ist das Ding jetzt? Ach da. Alter, was ist das denn? die Tanke ist kaputt, glaube ich. Das ist unser Real-Life-Fahrzeug, Alter. Oh yeah. Achso, du würfelst die Zombies dann zu Bällen, Alter. Das ist ja geil. Die kommen da wieder raus. Siehst du das? Ja, ja. Ich denke, was kommt mir da entgegengeflogen? Ein Zombie-Ball. Okay, du machst den Weg auf jeden Fall frei. Das ist sehr gut. Oder auch nicht. Bist du ja falsch, ne? Da irgendwie. Oder wollen wir mal hier runter? In die U-Bahn. Wollen wir auch noch nicht, Alter. Weiß nicht. Komm, wir gehen mal runter. Dann ist aber das geile Gefährt weg. Nein, du kannst hier mit runterfahren, Alter. Das reicht. Der Platz ist gut. Okay, ich komme. Unterwegs. Das Ding ist richtig schwer zu steuern. Das ist so ein Hovercraft. Ach du Scheiße. Hier kannst du auch. Hier kannst du komplett. Oder komme ich hier weiter? Komm rauf, komm rauf, komm rauf, komm rauf. Wo geht's denn hier noch lang? Das ist ein bisschen zu bisschen schwer zu fahren mit dem Ding hier. Ach so, okay. Du kommst gar nicht hinterher, ne? Nee, das ist sehr schwer hier. Dann folge mir, aber wir sind hier auf jeden Fall richtig. Irgendwer schießt da? Die ist geil, ey. Was rauf da? Sportmotorrad habe ich jetzt, geil. Oh, unser Dings ist kaputt. Komm rauf. Ja, komm, ruf, sagst du. Ich mein dich ja nicht. Boah, ist das Ding schnell. Ist das Ding schnell. Bist du noch hinter uns? Ich hab keine Ahnung. Bist du weiter unten lang oder bist du irgendwo eine Treppe hoch? Ich bin komplett unten. Okay, warte. Ich komm wieder einer runter. Aber ich kann hier gerade nicht anhalten. Alter, wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab ein großes Problem jetzt, glaube ich. Ich hab aber auch keine Ahnung, wo du bist. Ich bin... Ja, ja, irgendwie ist das hier nicht gut, wo ich bin. Ah doch, hier komme ich hoch. Ich habe auch keine Ahnung, wie du da hingekommen bist, wo du bist. Ich bin durch die U-Bahn hier irgendwie. Aber jetzt bin ich auch wieder auf dem richtigen Weg. Ich würde sagen, wir treffen uns da. Okay. Ich habe jetzt noch 600 Meter. Oh. Alter, ich habe noch 900. Ja, ich habe durch die U-Bahn abgekürzt. Ja, ja, ich bin ja auch runter, aber... Was war das denn? Mein Fahrzeug kaputt gegangen. Die Geräusche sind ja mal übel, Alter. Ich höre hier irgendwelche Frauen schreien. Ja, ich kenne die Geräusche, ich weiß, aber... Man sollte sich mit der Zeit dran gewöhnt haben, aber... Oh mein Gott! Jetzt mach mal die Augen zu. Warum? Zeig dir jetzt gleich was und du musst mir das erste Wort sagen, was dir einfällt. Oh, Schlaghammer! Ich hab noch 400 Meter, ich bin gleich da. Ach, wie du nicht drauf reagierst, du Nazi, Alter. Fick dich. Nee, ich hab das gerade nicht richtig gehört. Ja, ja, fick dich. Die Abonnenten fanden es gut. Oder sagt einfach nichts. Naja, die abonniert. Ja, ist echt so. Das Ding geht hoch. Oh, warum ey? Lass mich doch mal hier durch, Alter. Du bist aber auch so ein schöner Ego, ne? Lässt mich hier voll alleine, ohne Fahrzeug und so. Ich muss mich hier voll durchkämpfen. Ja, ich hab hier meinen Kumpel dabei, Alter. Ja, das, ja, du Rassist, Alter. Weißt du, das reicht mir, Alter. Ich hab jemanden dabei, weißt du? Ja, ja. Ich bin kein Lone Wolf, Alter. Hört ihr, wie einfach der mich ersetzt hier? durch den NPC, weil... Der ihn gerade noch umbringen wollte, Alter, was? Und der nicht mal mit mir redet, ist egal. Ah, ja. Sino ersetzt. Das fällt meinen Abos gar nicht auf, Alter. Oh Mann. Du bist ein Rassist. Oh, Diego geht's aber noch gut, glaube ich. So, ich habe jetzt noch 200 Meter, der mich da... Ah ja, fick dich. Ich bin hier irgendwo, ich habe keine Ahnung wo, also irgendwie so eine Lagerhalle mit Graffiti und auch nicht, ich habe das Gefühl, gleich kommt irgendein Schwarzer und vergewaltigt. Was sagt man nicht? Ich distanziere mich davon. Du warst Schwarzer? Ja. Schwarzer ist offiziell momentan das Wort, was man sagen darf. Echt? Also, ja. Nicht stark pigmentierter Afroamerikaner, nee, Afroamerikaner wollen sie nicht mehr hören. Das sind ja immer so Trends jetzt quasi, sag ich mal. Ach so, okay.
Ist wirklich so, ich glaube, er ist keine Scheiße. Ich habe da letztens mit meinem Deutschprofessoren drüber gesprochen, quasi. er sagte auch so, also. Er würde lieber Afroamerikaner hören, wobei das auch wieso? Rassistisch ist. Ist das ein Schwarzer? Nee, aber wenn er jetzt einer wäre. Ah, okay. Weil er findet, Schwarzer klingt so herablassend irgendwie. Und Schwarzer Peter, ne? Ja, quasi. Oh, hier ist was zu essen. Kaffeesahne. Ich trinke mal Kaffeesahne, ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich bin gerade durch ein Haus gefahren. Durch ein Haus? Ja, ich glaube, ich höre dich. Da bist du! Hey, ja, geil! Dino! Ja. Geh weg! Du hast mich allein gelassen! So, ich hätte nicht gedacht, dass ich vor dir hier bin, Alter. Ja, das gibt's doch gar nicht. Ne, jetzt macht es wieder Sinn, sich beide LPs anzugucken. Ja, Mann. Kommst da, du? Ja, ich bin da unterwegs. Ich hab doch hier noch meinen komischen Sino-Ersatz dabei. Warte mal, ja, Sino-Ersatz. Niemand kann mich ersetzen. Komm, du alte Stinkkuh. Stinkkuh. Erschreckt. Ich habe Angst, dass was Schreckliches reinkommt. Noch schlimmer als das. Ja. Hat dir das Flugzeug wirklich rosa gestrichen? Ich dachte, er wäre längst tot, Nick. Und er ist auch stabil? Ja, ihm geht's gut. Glaube ich. Leider haben wir ein Video erhalten, das den Tod der Präsidentin bestätigt. General Hemlock hat angekündigt, das Kriegsrecht bis zur gesamten Ostküste auszudehnen. Die Ansteckungsgefahr sei immer noch zu hoch. Hemlock wird die Begrenzung von Los Perdidos im Zuge der Rettungsoperation selbst besuchen. Oh Gott, was ist das nur für eine Welt? Schatz, ich muss herausbekommen, wo wir die Teile finden. Gib mir ein paar Stunden. Okay. Der Gesichtsausdruck ist auf jeden Fall immer richtig geil. So, ja, entferne dich mal nicht so weit, weil wir können es hier nochmal kurz umgucken. Oder lag hier jetzt noch irgendwas Spezielles? Okay. Außer, dass du ein schlechter Bruder bist. Da ist eine Handgranate. Immer noch der schlechte Bruder? Ja. Wieso juckt der Typ sich eigentlich andauernd? Ich weiß nicht. Parasiten, AIDS. Oh, Whisky. Glück. Wo ist meine Axt? Streut-Axt. Guck mal hier, ob es irgendwas Neues gibt, was man hier bauen könnte. Jetzt habe ich irgendwie Bock auf das Ding. Brauchen wir das Teil noch oder kann ich da drauf schießen eigentlich? Auf was? Auf das Auto hier. Ich glaube, das brauchen wir noch. Das sollte ich vielleicht nicht kaputt machen. Oh Mann. So. Ja, ich würde sagen, dann nächste Folge oder was? Folgenpäuschen klingt gut. Machen wir auch erstmal. Wir machen aber jetzt auch ein längeres Folgenpäuschen für uns quasi. Weil das war jetzt mal wieder so eine Aufnahmesession. Ne? Die Folgen, die ihr jetzt bisher gesehen habt, haben wir jetzt an einem Abend gemacht. Und wenn ihr dann die nächste Folge seht, dann ist auch schon wieder ein nächster Tag. Und dann sind wir wieder alt und frisch und scheiße. Und ich werfe meinem Bruder jetzt noch das Ding hier an den Schädel. Und nein. So. Kann ich jetzt explodieren lassen? Mal gucken, ob Diego fliegen kann. Den kannst du nicht töten. Ja, das Ding hier. Den kannst du nicht töten. So, Schluss jetzt hier. Nein! Okay, gut. Also in dem Sinne, das war jetzt Sino und der Martin. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Peace out. Tschüss.